So, Igelame entwickelt sich. Bitte wird was Gutes. Ja, geht so. Sejong. Lernst du was? Nee. Warte noch. Warte noch. Jetzt. Bin ich dran? Ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin Soul Link Challenge mit dem Wolf. Ja. Mir ist im Training was Blödes passiert. Ja. Wolf hat eins meiner Pokémon ausgeradiert. Ein Steiner? Was ist mit meinem? Ja, deins war ja nicht so gut wie meins, ne? Ja, guck mal. Hytera ist tot. Das, was schon super nervig zu trainieren war, und jetzt müssen wir es freilassen. Ja, eines meiner stärksten vor allem. Tschüss. Auf Wiedersehen. So. Ja, auf jeden Fall habe ich hier Celebi, Krillin, Tauboga habe ich auf Level 30, Sonic 30. Ja, hat sich entwickelt. Diesen Zusammenschnitt werde ich wahrscheinlich vor diesem Part hier hinklatschen. Also ich habe jetzt alle meine Pokémon auf Level 32 außer Sigma. Ja, das von den Pokémon kann ich tatsächlich nur zwei nutzen. Weil Kalifa hat keine guten Attacken. Iroh hat sich zu einer Scheiße entwickelt. Mr. Zero, ja gut, okay, den könnte ich vielleicht noch benutzen, aber die Attacken sind auch nicht gerade pralle. Und Sigma, naja, da reden wir über gar nicht erst drüber. Tatsächlich habe ich nur ein gutes Pokémon, das ist Celebi. Ja, ich habe Gyarados und Celebi, also. Naja, es wird Zeit, uns mit dem Arena-Leiter zu beschäftigen. Also erstmal das Arena-Rätsel lösen hier. So, dieser Sandsack dahin. Ich hab jetzt meine Pokémon nicht alle aufs totale Maximum-Level gebracht, aber es sollte auch so möglich sein. Lass mich kurz nachdenken. Wie ging denn dieses Rätsel noch schnell? Keine Ahnung, werde ich aber gleich herausfinden, denke ich mal. Ich glaube, ich weiß, wie es ging. Oder? So. Wir müssen immer so Höhen und Tiefen haben. So, ja, jetzt haben wir viele Pokémon und dann kommt irgendwann die Zeit, wo wir viele Pokémon verlieren. Das ist irgendwie immer so. Das wäre dann dieser. Du schaltest, glaube ich, den da aus. Oder auch nicht. Dann halt jetzt so. Und dann dahin. Wenn Hilda unbedingt Herausforderer möchte, warum stellt sie dann alles in den Weg? Dann jetzt hier hin. Genau. Dann einmal nach rechts jetzt bitte. Dann machst du jetzt schon mal die kaputt. Genau. Wenn ich jetzt noch das hier mache, dann kann ich die Reifen zerstören. Dann ist der Weg frei für den letzten. Okay. So, dann muss ich nur noch jetzt einmal hier hin. Ich fühle mich gerade ein bisschen blöd. Und dann sollte ich jetzt zu dem Arena, der Arena-Leiterin kommen. Genau. So, und für den Rückweg kann ich auch schon mal vorbereiten. So, der Reifen ist auch weg. Moment, wie kriege ich die denn jetzt noch weg? So? Ja, so. So. Ich habe das Rätsel schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich kaum noch wusste, wie es funktioniert. Aber ich bin jetzt auch gleich bei der Arena-Leiterin. Und den Ausgang habe ich jetzt auch freigeschaltet, die Abkürzung. So, ich So. habe Celebi das Fokusband gegeben, nur für alle Fälle. Jetzt überlege ich bloß noch, ob ich mit Naruto oder mit Celebi anfange. Ich glaube, ich fange mit Celebi an. Du darfst vorlesen. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin die Arena-Leiterin Hilda.
Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Ich wette, die taktische Knüppel aus. Techniken. Haha. Ist Knuffenser schon Gift? Ja. Okay, Konfusion. Das ist nicht so stark wie das. Ich habe vergessen, die Animation wieder einzuschalten. Ach Mann. Okay, dann ist der Arena-Kampf jetzt ohne Animation. Ist nicht so schlimm. Oh. Snobilicat, das ist ja easy. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Teil. Zertrümmerer. Ist das Teil schneller als ich? Ja. Metronom, jetzt bin ich gespannt. Oh. Ja, das, damit kann ich leben. So, das war das zweite. Ja, Turtok. Turtok? Okay, das ist ein Fall für Naruto, glaube ich. Toll, was soll ich gegen einen Turtok machen? Ja, wie schön wäre jetzt Magnaien, nicht wahr? Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Stimmt, ich muss noch Rasierblatt einsetzen. Risikotackle. Mit einem Volltreffer. Ich habe mich schon gewundert, warum der schwache Risikotackle so viel Schaden macht. Ich stecke wohl etwas in der Klemme, oder? Ja, denn dieser Rasierblatt sollte dich töten. Ja, gewonnen. Tatsächlich ist das einzige Pokémon, das gut gegen Turtok wäre, Pelipper, aber das ist bei mir zu schwach. Du wolltest ja nicht so trainieren. Ich muss die Niederlage akzeptieren, du bist einfach zu stark. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Bosoma erhielt den Bergorden von Hilda. Ich sollte dir den Orden der Pokémon-Liga erklären. Mit diesem offiziellen Orden kannst du die VM Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh, das ist gut. Oh, du hast jetzt 4 Orden. Das heißt, dass dir Pokémon bis Level 50 gehorchen werden. Und das hier ist auch für dich. Oh, das Teil hat Statik. Diese TM beinhaltet die Attacke Hammerarm. Sie fügt Schaden zu und raubt ihm im Prinzip KP. Die TM habe ich schon. Lame. 60. Hammerarm ist schwach. Und Turtok hat Giftzahn von mir gelernt. Oh, das ist wirklich Hammerarm. Was steht denn hier eigentlich? Jeden Tag eine gute Tat. Einen Tag nach dem anderen. Jede Begegnung sollst du schätzen, denn jede ist einzigartig. Okay. Okay, ich muss mein Heil-Item verwenden, um Krillin zu heilen. Ich komm nicht durch. Du ausgerechnet Pelipper wolltest du ja nicht benutzen. Ja, aber ich komme nicht durch die Paralyse durch. Hey Osuma, hör mal, ich brauch deine Hilfe. Diese Typen von Team Galactic haben sich meinen Pokédex geschnappt. Jetzt rücken sie ihn nicht mehr heraus. Kannst du mir nicht helfen? Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic auf dich, bitte komm. Also das ist jetzt die Stelle, bei der du bei der Bloody Platin aufgehören musstest? Nee, erst später dann. Das ist doch jetzt Schleier-Ede, dein Team Galactic-Gebäude, oder nicht? Nee, das ist ein anderes Team Galactic-Gebäude. Ein größeres, wo ich gefailt habe. Oh, ich krieg das Teil nicht tot. Ich komme nicht durch die Paralyse durch und wenn ich durchkomme, dann muss ich mich heilen. Ja, hast geschafft. Ja, danke. So, wo ist denn Team Galactic Gebäude? Ist das das hier? Ja, oben. Sieht so nach Team Galactic aus, mit dem großen G. Das Schöne ist, da bekommen wir gleich die VM Fliegen. Das heißt, wir könnten sogar nach Zweiblattdorf zurückfliegen. Wir, Team Galactic, werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Eine Scheißphilosophie. Ups, ich habe sie nochmal angesprochen. Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen.
Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Seinen ganzen Text habt ihr schon von Osoma gehört, das heißt, ich kann den getrost wegklicken. Dies ist das Team Galaktik Hauptquartier. Dies ist das schleierte Team Galaktik Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Komische Energie für alle. Die Tür ist verschlossen, du brauchst einen speziellen Schlüssel. Oh, ja. Gut, hole ich mir meinen Münzkorb, mein Gott. War denn der Münzkorb hier, oder? Nee. TM90 ist Schockwelle, TM58 ist Irrlicht, TM75 ist Energiefokus, TM32 ist Ruckzuckhieb, TM44 ist Scheinwerfer, TM89 ist Solarstrahl, TM10 ist Psi-Strahl, TM27 ist Gegenstoß, TM21 ist Flammenrad, TM35 ist Schutzschild, TM24 ist Schlafpuder, TM13 ist Blutsauger, TM29 ist Bezirzer, TM74 ist Abgesang und TM68 ist Überroller. Musuma hat Calcium gefunden. Okay, hier wollen sie ja sehen. Hallo Suma, hör mal, ich brauche deine Hilfe. Du erinnerst dich doch noch an diese Typen von Team Galactic. Sie sollten neulich in Jubelstadt die Forschungsergebnisse von Professor Elbe stehlen. Wir hatten einen Zusammenstoß, bei dem sie mir meinen Pokédex geklaut haben. Wozu auch immer sie das klauen, das verstehe ich nicht. Schließ dich doch mit mir zusammen, damit wir uns sie uns vorknöpfen können. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinem Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Ich glaube eher, dafür sorgen wir. Botanist Zoe im Doppelpack. Das Schöne ist, nach diesem Kampf bekommen wir Fliegen. Yes, Gunkapu. Konfusion auf Habitak. Bin mal gespannt, was der für ein Pokémon jetzt hat. Ich habe die Animation immer noch nicht eingestellt. Verdammt. Der hat einen Knofensa. Im Ernst. Bei dir hat er einen Knofensa, okay. Was hat er denn bei dir? Das Kunkapu. Okay. Normalerweise hat er ja einen Pipi. Na, der hat ja garantiert von... Der hängt ja garantiert vom Haupt-Pokémon ab, das er gewählt hat. Tuska. Ich stell mir so einen Karate-Schlag von Torboga echt lustig vor. Jetzt muss er sein Skunkapu muss er jetzt freilassen. Ist gestorben. Jetzt setzt er Morlord ein. Aha. Der sich für Pokémon fängt. Aber na gut, wir haben auch nicht die großartige Wahl. Kanimani setzt Bauchtrommel ein, okay. Blöder Schnapper. So ein Knofenser mit Eisenschädel. Was ist das dann? Ist das eine Glocke? Weil Knofenser soll ja, glaube ich, eine Glockenblume darstellen. Und zwei Kindern besiegt, das kann nicht, darf nicht wahr sein. Hätte ich doch mich doch zurückgehalten. Bla blub. Ah, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Mir interessiert schon so ein dämlicher Pokédex. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universums. Hier, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft nach Weideburg. Und so nehmen wir uns wie das, was wir sind, wie Rüpel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was geht hier vor?
Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Ich bin mir wirklich zu Dank verpflichtet, Osuma. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne meinen Pokédex anstellen sollte. Jemand muss Professor Aiwe doch bei seinen Forschungen helfen. Was hast du denn als nächstes vor, Osuma? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Stimmt, da können wir auch noch was fangen. Hab keine Furcht mehr, Kinder. Ich bin in Windeseile herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und Team Galactic hörte. Meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Sieh mal, es ist wieder dieser komische Kauz aus Jubelstadt. Wie ungehobelt. Doch mein Genie zu verkennen ist Teil des Plans. Oh, tut mir leid, wirklich. Es regt mich nur auf, dass Team Galactic mir meinen Pokédex geklaut hat. Ich habe vor dem Reden gar nicht nachgedacht. Naja, ich gehe mal besser. Nehmt euch vor Team Galactic in Acht. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte die Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gelände untersuchen. Komm mit. Wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Aha, mein unvergleichlicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Entfleuchten nicht zu verfolgen. Was für eine Leuchte. Oho, oho, diese versteckte Maschine, sie enthält die Attacke Fliegen. So mal, ich überlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Was haben wir aus dieser Übung gelernt? Nicht viel, nun ja. Interessanter ist sowieso das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nur im Sinn haben, wir wissen es nicht. Doch es ist zweifellos grässlich. Okay. Oh, der labert ohne Ende. Gut, ich hab Fliegen, das ist perfekt, das kann ich Tauboga beibringen. Fliegen. Hm, 75, naja. Kalifa kann das ja mal lernen. Kalifa hat eh nur Mistattacken. Mache ich dafür Trashflügel weg. Ich glaube, ich werde erstmal nach Zweiblattdorf fliegen und mir ein Pokémon angeln. Dann haben wir das auch wenigstens hinter uns. Und nachdem wir im Kühnheitsufer schon verkackt haben, will ich jetzt zumindest einen Gewinn abstauben. Zweiblattdorf haben wir also noch nicht gemacht, ja? Nein. Das ist einer der Orte, wo wir angeln konnten. Na dann. Das nehme ich mir vor zum Schwächen. Ach, egal. Tauboga reist. So, Profi-Angel. Nix. Gespannt, wie lange das jetzt dauern wird. Oh, ich habe ein Pokémon geangelt. Was ist es? Ein Bronzel. Nicht schlecht. Komm schon. Beißt an. Habe ich den falschen Köder? Muss ich Krillin als Köder verwenden? Der ist ja ein Wurm. Der war ein Wurm. Ja. Erst war ein Glatzkopf, dann war ein Wurm. Was ist Bronzel für ein Typ? Stahl, ne? Ja, Stahlpsycho. Ich
Ich weiß nicht, ob ein Duplex hier überleben würde. Endlich. Ich habe was geangelt. Es ist auch ein Bronzel. Ha, ich hab's gefangen. Ich greif's mit Fliegen an. Okay, ich darf es wahrscheinlich gleich freilassen. Warum? Das Teil kill ich nie im Leben. Okay. Manche Forscher glauben, dass dieses Pokémon in der Vergangenheit wie ein Spiegel reflektierte. Du bist geschlechtslos. Okay. Ich weiß schon, wie ich es nenne. Wie nennst du es denn? Rukia. Das Rukia? Ja. Wieso Rukia? Weil die auch so aussieht, als ob ihr jemand ein Teller ins Gesicht geworfen hätte. Ah ja. Außerdem ist das Teil ja geschlechtslos, also kann ich es ja so nennen. Und das ist einer der Namen, den ich mir hier aufgeschrieben hatte. Rukia von Bleach oder von wo? Ja. Ist jetzt richtig geschrieben? Ja. Dann nenne ich es partnermäßig Ichigo. Ich habe auch ein Ichigo aufgeschrieben. Die Frage ist nur, welches Pokémon wäre er dann? So, haben wir zwei Blattdorf. Jetzt könnten wir eigentlich wieder richtig Pokémon abstauben. Ja, was ist denn das für ein komischer Punkt bei Schleide? Keine Ahnung, den habe ich selbst nie wirklich verstanden. Wir könnten jetzt hier Route 212, wir können Route 213, wir können in Weideburg. Wir können ja erstmal Richtung nächste Arena gehen, oder? Ja, Richtung Weideburg. Und dieses Anwesen haben wir auch noch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so sehr versessen darauf, dass ich jetzt unbedingt hoffenweise Pokémon versuche zu fangen. Die kann man jetzt hier aufsporen, falls es mir wirklich Probleme gibt. Würde ganz gerne versuchen, weiterzukommen. Momentan läuft es ja einigermaßen. Was kann Rukia denn? Rukia ist äußerst gerissen, aha. Ist sie das wirklich? Schattenstoß, Weckruf, Käfergebrumm, Dunkelnebel. Ja, damit kann man was anfangen. Vorausgesetzt, es entwickelt sich auch zu was Anständigem. So. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich mit meinem Pokémon noch lebe. Nach der Arena gerade. Es ist ziemlich bitter, dass ich schon Nera verloren habe. Naja, Hytera meine ich natürlich. Ja, es gibt Schlimmeres. Immerhin hat sich mein Idealava in einen blauen Pfropf verwandelt. In was? In Seemops. Das ist doch gar nicht so schlecht. An sich nicht, aber es entwickelt sich ziemlich spät. Ach was, so spät auch nicht. Oh, ich habe schon wieder vergessen, die Animation rauszumachen. Reinzumachen. Ich muss das jetzt mal machen. Schon wieder ein Mildtank. Ich will dich nicht, Petrafina. Flucht so. Gescheitert, lass mich in Ruhe. Wie Petrafina, geh dann die ganze Zeit auf den Zeiger. Plattstein gefunden. War ja klar, dass ich da noch nicht rein kann. Ich könnte ins Restaurant. Bist du denn jetzt so? Ich bin jetzt im Erholungsgebiet. Erholungsgebiet ist woanders. Schattenglas. Aber im 7-Sterne-Restaurant könnten wir auch noch kämpfen. Ich bin ja mit der Route noch gar nicht fertig. Hä? Bist du noch Trainer?
Ich habe die ganzen Trainer alle schon platt gemacht. Auch die auf der linken Seite? Ja. Nee. Da waren doch noch welche, stimmt. Irgendwo Gebirgspfad. Ja, da. Komm her. Was sagst du, 38 ist das nächste, ne? Um mein Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Ich glaube 37, 38, eins von den beiden. Schlock. Das wird wieder ein Fall für Rasierblatt. Mach Ausdauer. Das kannst du für mich erstmal die ganze Zeit machen. Stört mich nicht die Bohne. Da ist auch einer. Da liegt ein Item. Ich werde jetzt lieben. Ernsthaft? Ich kann ihn nicht besiegen, selbst wenn er nur ein HP hat. Ja. Ups, oh, falsche Attacke. Toll, Statik, leck mich doch am Arsch. Das ist ein Psycho-Pokémon. Moment, jetzt kann ich Nachthieb. Haha, geschieht dir recht. Wie gern hätte ich jetzt ein Schnitzel. Richtig so ein gutes Schnitzel mit Pommes. Nächster Trainer. Aha, ein Trainer. Ich fordere dich heraus, mit den von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Schauen wir mal, Zeros erster Kampf. Und es pennt. Geil, Zero. Oh, Zero hat Expedermis, geil. Und es pennt schon wieder. Zeros erster Kampf scheint sehr aufreibend zu sein. Wach auf, Zero. Oh mein Gott, ich gehe gleich wieder raus. Eine Attacke und ich bin fast tot. Du warst derjenige, der Porygon mochte. Aber Porygon kann sich noch entwickeln, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und wie soll es das machen? Ja, leider durch Tausch. Ja gut, wenn es durch Tausch ist, dann ist es ja kein Problem. Ja, da haben die stattdessen Level, oder? Ich glaube schon. Fausttafel gefunden. Das ursprüngliche Admin, da war das Universum auch nicht geboren. Ja, schon wieder die Tafel. Mhm. Oh. Weißt du, Zero pennt und ist halb tot. Super erster Kampf. Gut, dann bin ich mit der Route fertig. Ich müsste eigentlich noch gegen einen Trainer kämpfen, aber den lasse ich jetzt längst liegen. Ich habe alle Trainer tot. Ich nicht. Ich hatte auch die paar Angler da. Von ewig genau hatte ich nicht. Ja, die Angler habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Nein, Petrafina, hau ab. Ich will dich nicht. Verschwinde. Petrafina möchte wieder zu dir. Nein! Verpiss dich! Es ist sauer, dass du es freigelassen hast. Und? Es hat mein Pokémon getötet. So, na dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, 7 Sterne Restaurant habe ich mir auf. Route 213. Kann man die heilen? Ja, kann man. Perfekt. An dem Wachposten kann man seine Pokémon heilen. Energiestaub. Ich
will den Trainern erstmal ausweichen. Ich will, wenn möglich, jetzt ein Pokémon sehen. Ja, Trainer, überall. Die Kämpfer? Das Pokémon des Sees ist, wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Daher liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Also. Ich habe übrigens eine Themen gefunden. Holzhammer. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Ich schon wieder. Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte es noch. Ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Wenn ich doch nur das alte Radar hätte, damit würde ich ihn im Handumdrehen finden. Lass mich meine Technik vorführen. So kämpft ein Erwachsener wie ich. Stopp. Ja, dich meine ich. In Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben. Die Straße wird trotzdem vorerst gesperrt. 7-Sterne-Restaurant. Soll ich da schon mal reingehen? Da wird auch viel gekämpft. Ja, deswegen, ja. Kannst du machen, dann werde ich meinen Pokémon-Fangzug auf den nächsten Part verschieben. Weil ich bin fast schon wieder in der nächsten Stadt. Es tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Bitte komm wieder, wenn wir geöffnet haben. Was, die haben geschlossen? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Ah ja. Hallo, ich bin der Game Director. Oh, du arbeitest an deinem Pokédex. Ich hoffe, du zeigst mir den Pokédex noch einmal, wenn er noch mehr Einträge besetzt. Nein. Ich werde es ihm nicht zeigen. Ich bin eine ganz einfache Seele, meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind meine Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Es sollen noch andere Leute wie mich geben, die vom Pokémon Center zu Pokémon Center ziehen. Sieh mir in die Augen, ich werde deine Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht an, aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder einen Trainer bezieht. Wir sind reisende Straßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir dies hier. Team 92. Wo okay. Waren denn die Straßenkünstler? Zauberraum ist eine verrückte Attacke, die die Zeit verzehrt. Setzt du sie ein, wird sie für den eine Weile das langsamste Pokémon zuerst angreifen. Bevor das schnellste angreifen kann, greift das langsamste Pokémon an. Wie du die Attacke einsetzt, bleibt natürlich dir als Trainer überlassen. Ich werde die Straßenkünstler später auch mal aufsuchen. Du musst nicht vergessen. Oh wirklich, du bist ein Reisender? Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal etwas von dem Raumfahrtzentrum in der Region Höhen gehört? Eine Rakete, die in den Himmel steigt, einmal im Leben möchte ich das sehen. Ich wäre jetzt in der nächsten Stadt, in Weideburg. Ich bin allen Trainern ausgewichen. Guten Tag, möchten Sie übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Das tut uns leid, denn wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich auch gerne hier in der Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Mhm. Wollen wir ein paar beenden, oder? Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter mit schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Ich weiß nicht, was kommt denn jetzt bei mir noch alles? Ein Strand mit vielen Trainern, den bin ich aber allen ausgewichen. Achso. Naja, außer einer gegen eine habe ich gekämpft. Naja, gut, dann würde ich sagen, mache ich den Strand im nächsten Part. Ja, und ich werde zurückgehen und da auch kämpfen. Ja, und ich muss ja sagen, wir haben auf jeden Fall erfolgreich eine ganze Menge geschafft. Dafür, dass es doch relativ wenig Aufnahmezeit war. Mhm. Diesmal. Und ja, ich weiß nicht, ob du morgen weitermachen möchtest. Bestimmt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.